Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. PlayStation Project Q oder wie es jetzt heißt, PlayStation Portable, wurde am Dienstag nicht announced, aber es gab neue Informationen, unter anderem den Preis. Und ich hatte mir gedacht, da macht es Sinn, mal drüber zu reden. Alleine das Like-Dislike-Verhältnis hier auf dem Video von IGN. Bitte downvotet nicht mein Video. Ich kann nichts dafür, dass Sony sowas rausbringt. Ich bin nur der Überbringer der Nachricht. Das Ding soll 220 Euro kosten und ist nur kompatibel mit einer PlayStation 5 Remote Play im heimischen WLAN. Das sind schon mal die großen Headlines, über die ich gleich reden möchte. 2013 kam ja das Supergerät hier raus, die PlayStation Vita. Meiner Meinung nach ein viel, viel besseres Gerät für die damaligen Verhältnisse. Und sogar noch heute ein besseres Gerät als das, was wir hier bekommen mit der PlayStation Portable aus 2023. Aber fangen wir mal am Anfang an. Also, announced wurde das Gerät vor einiger Zeit unter dem Namen Project Q. Und eigentlich war ich ziemlich gehypt und fand das richtig cool. Damals war schon bekannt, dass das Gerät keine eigenen Spiele abspielen wird, sondern nur kompatibel ist mit der PlayStation 5. Fand ich okay. Wenn man eine PlayStation 5 hat und unterwegs vielleicht zocken will, ist das eigentlich ein super Gerät, wenn man jetzt nicht gerade sein iPad damit verbinden will oder sonst irgendwas. Ich fand das am Anfang echt eine coole Sache, auch das Design fand ich eigentlich relativ cool, weil man da wirklich einen richtigen Controller hat. Das ist ja oft auch das Problem, zum Beispiel von der Switch, dass man da nur eine abgespeckte Version von einem Controller hat, relativ klein und ungewohnt. Hier hat man wirklich den DualSense-Controller mit den ganzen Features, die auch ein DualSense hat, mit Touchpad vom Display 8 Inch, also 8 Zoll und 1080p 60 Frames, ist gar kein Problem. Das ist auf jeden Fall alles gut. Was nicht gut ist, ihr könnt das Gerät nicht unterwegs benutzen. Das heißt, wenn ihr draußen seid und das Gerät anmacht, werdet ihr wahrscheinlich nur das Betriebssystem sehen und sonst könnt ihr nichts damit machen. Ihr könnt ein bisschen in den Einstellungen rumspielen, aber ihr könnt keine Spiele spielen, weil Remote Play wird nur funktionieren im heimischen WLAN und dann braucht ihr auch noch ein gutes WLAN, damit das Ganze funktioniert. Unterwegs geht da nichts. Da nochmal Shoutout an die PlayStation Vita, damit konnte man unterwegs spielen. Mit Umwegen kann man sogar die PlayStation 5 Remote Play auf der PlayStation Vita spielen. Vielleicht ist sogar jetzt mal der Zeitpunkt gekommen, dass ich über die PlayStation Vita mal ein extra Video mache, weil das Gerät auch heute noch extrem viel zu bieten hat. Gerade auch mit dem nicht ganz offiziellen Weg PlayStation 5 Spiele oder alt PlayStation 4 Remote zu spielen, eigentlich ein ganz cooles Gerät. Genau, wo wir es gerade hier im Video sehen, auch neue Kopfhörer, die ich auch hier trage, und neue In-Ear wurden announced, weil das Gerät unterstützt zwar Bluetooth, aber nur Bluetooth zu den eigenen Headphones. Das heißt, wollt ihr Third-Party-Headphones benutzen, geht das nur über den Headphone-Jack. Aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, weil PlayStation ist ziemlich gut darin, Dinge zu verbieten, die sie nicht wollen. Also der DualSense ist eigentlich ein super Beispiel. Der geht nicht an jedem Gerät, der was Bluetooth supportet. Auch wieder ein anderes Thema. Bleiben wir mal beim Preis. 220 Euro soll das Ding kosten. Für 200 Euro kriegt ihr eine Switch Mini, eine Switch Lite, die offline funktioniert, die ihr überall hin mitnehmen könnt und überall alle Spiele von Nintendo abspielt. Meiner Meinung nach das bessere Device. Alleine der Punkt, dass man halt nicht portabel ist, außer in seinen eigenen vier Wänden, und sobald man vielleicht mal eine Etage nach oben oder nach unten geht, wird es ja auch wieder schwierig mit dem WLAN, wenn ihr jetzt nicht ein ausgeklügeltes WLAN-System in eurem Haus habt. Habt ihr eine kleine Wohnung, dann ist das natürlich kein Problem. An sich bin ich ein ziemlicher Fan von solchen Handheld-Geräten. Ich habe alle möglichen Handheld-Geräte auch auf dem Kanal hier schon mal vorgestellt. Der 3DS mit einem Jailbreak ist absolut mega, kann ich jedem empfehlen. Das Video werde ich mir hier oben verlinken. Wenn ihr ein 3DS zu Hause liegen habt, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal wieder reinschauen. Nintendo Switch, auch ein super Device. Ich fand auch damals die Wii U schon, was ja eigentlich genau das Feature ist, was die PlayStation hier verkauft. Ein Feature, was die Wii U schon damals hatte, ein Gamepad, was man nur zusammen mit der Konsole zu Hause verwenden konnte und nicht unterwegs. Nichts anderes bekommt ihr hier und ihr wisst, wie die Wii U damals gefloppt ist. Mein Tipp, holt euch auf jeden Fall nicht die PlayStation Portable zu Beginn. Wartet ein halbes Jahr. Ich bin davon überzeugt, dass das Gerät in einem halben Jahr so einen krassen Preissturz haben wird, weil sich das Ding nach dem ersten Hype niemand kaufen wird, weil es A, viel zu teuer ist und B, nicht ohne PlayStation 5 und nur zu Hause funktioniert. Jetzt habe ich 10 Mal das Gleiche erzählt.
Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Holt euch die PlayStation Portable wirklich nur, wenn ihr dieses Einsatzgebiet von zu Hause habt, zu viel Geld übrig habt und nicht irgendein anderes Device zu Hause rumliegen habt, womit ihr PlayStation Portable benutzen könnt. Das heißt ein Steam Deck oder eine PlayStation Vita, womit Remote Play auch funktioniert. Von mir eine ganz klare Nicht-Kauf-Empfehlung. Kauft euch auf gar keinen Fall die neue PlayStation Portable. Ich finde das Gerät richtig cool. Designfaktor finde ich cool. 8 bis 9 Stunden Battery Life finde ich sehr cool. Kompletter Controller mit dran. 1080p, 60 Frames, alles super. Aber der Preis und vor allem die Portabilität. Macht es mir einfach kaputt. Kein Offline-Modus. Obwohl das Ding ja Android drauf hat, also gerade so Indie-Spiele wie Dead Cells, Blasphemous, so diese ganzen 2D-Plattformer sollten eigentlich auch auf dem Gerät funktionieren. Aber ja, lasst mal eure Meinung unten stehen. Wie gesagt, hatet nicht mich, ich kann nichts dafür, dass PlayStation so ein Gerät rausbringt. An sich finde ich es cool, wenn es nicht diesen Online-Zwang gäbe und den Zuhause-Zwang. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Lasst gerne ein Like auf dem Video, gerne Follow auf den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich glaube, demnächst wird es mal Zeit, ein Video zur PlayStation Vita zu bringen, auch wenn es 10 Jahre zu spät ist vielleicht. Oder ein Follow dalassen, wenn ihr mal was zum Steam Deck sehen wollt. Da wird nämlich demnächst auch ein Video kommen. Ich bin ja demnächst im Urlaub und das Video ist schon vorproduziert. Wenn ihr da mal was mehr sehen wollt zum Steam Deck und vor allen Dingen die PlayStation 5 Kompatibilität mit dem Steam Deck, weil wenn ihr euch ein Steam Deck holt, dann habt ihr schon die PlayStation Portable quasi mit inbegriffen, allerdings nicht nur im heimischen WLAN, aber da kommt nochmal ein Video zu. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Nochmal ganz kurz aus dem Cut, wenn ihr das Video, was hier im Hintergrund lief, sehen wollt, ich habe das euch unten markiert von IGN, die hatten schon den ersten Hands-on, wenn ihr das sehen wollt, unten markiert in der Videobeschreibung.